Gelungener Auftakt in die WM-Qualifikation. Angeführt von Doppeltorschütze Thomas Müller hat Weltmeister Deutschland einen souveränen 3:0-Sieg gegen Norwegen eingefahren. Ein Traumstart in die Mission Titelverteidigung. Unser Ziel war ganz klar, hier von vorne weg Richtung Gruppenplatz 1 zu marschieren. Und mit einem Auswärtssieg in Norwegen haben wir da schon mal ein Zeichen gesetzt. Die Mannschaft hat wenig Nachlässigkeiten gezeigt und dementsprechend können wir, denke ich, alle mit der Mannschaft ganz zufrieden sein. Nach der Verabschiedung von Bastian Schweinsteiger und Freundschaftsspiel haben wir gesagt, wir müssen Hebel umstellen, wir müssen direkt konzentriert zur Sache gehen. Das haben wir gemacht. Mit dem Ergebnis, die Norweger zeigten sich über 90 Minuten völlig überfordert. Die Torschützen Müller und Joshua Kimmich mit seinem ersten Länderspieltreffer erstickten früh jegliche Hoffnung auf einen Überraschungscoup im Keim. Sehr schwer, erstes Spiel gegen Deutschland zu Hause. Wir wussten das und wir haben einfach das Spiel probiert zu genießen, weil die sind Weltmeister gerade. Und das war 3-0, verdiente 3-0-Sieg für Deutschland. Deutschland ist vielleicht der beste Verein der Welt. So, und heute war schwierig. Am 8. Oktober trifft die DFB-Auswahl auf den wohl schwierigsten Gruppengegner Tschechien. Dann soll der nächste Grundstein zum Gruppensieg gelegt werden.